Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde. Ja, zurück zu einer neuen Folge von Ostwith. Wie gesagt, jetzt im Let's Play. Und ja, ich habe einfach Bock auf Ostwith. Und deswegen habe ich mir gedacht, oh, ich muss das Spiel zocken. Ja, mittlerweile ist es jetzt gut anderthalb Stunden her. Also ich habe jetzt eine etwas längere Aufnahmesession tatsächlich auch. Insgesamt müsste ich jetzt aber tatsächlich auch schon bei 2 Stunden sein, wenn ich hochkomme. Ja. So. Wir haben einiges an Fisch wieder. Hier haben wir auch wieder einiges an Gedöns. Das ist sehr gut. Und jetzt kommt nach und nach halt wirklich... Was? Message vom Resetting Now. Okay. Wir können Sachen verkaufen. Wheat. Haben wir mehr als genug. Können wir verkaufen. Schuhe haben wir leider nicht. Salz. Getrockneter Fisch. What the fuck? Ja, Wheat haben wir tatsächlich mehr als genug dieses Jahr. Das heißt, wir können ganz einfach und locker flockig es so lassen, wie es jetzt ist. Ja, hier möchte ich halt die Häuser nach und nach ein bisschen fertig bauen. Mal gucken, wie sich das halt wirklich verhält. Hier haben wir immer noch mehr als genug drin. Ja, die 4 Häuser noch. Und da müsste man halt wirklich auch ein paar Einwohner mehr haben. Ja. Wie gesagt, ich hätte jetzt super gerne 16... 17, 18, 19, 20, so, genau, 4 mehr, bitte. Achso, ich möchte auf 20 hochkommen, super, damit ich halt exportieren kann. Das ist mir sehr wichtig, dass ich jetzt exportieren kann und dann halt die 200 bekomme. Weil dieses Jahr komme ich einfach nicht aus dem Gewinn raus. Ja, aus dem Minus raus. Ist so. Local Sales haben wir jetzt aber auch schon einiges an Kohle eingewonnen. Import haben wir natürlich dieses Jahr einfach viel zu viel gehabt. Salary haben wir halt wirklich viel zu wenig. Das heißt, wir verkaufen halt wirklich einfach mehr. Ja. So, aber das Jahr ist jetzt fast vorbei und dann wird das halt alles hoffentlich auch wieder ein bisschen besser. So, der holt sich jetzt das Wheat, hoffe ich, so dass wir halt unsere Kohle bekommen. Unser Geld brauchen wir. Ja. A Trader Deal ist terminated. Oh, ich glaub's nicht. Das ist ärgerlich. Naja. Machen wir halt so. Wir haben nicht genügend Geld. Wow. Toll. Super. Echt. Bin stolz auf euch. Stolz wie Bolle. So, jetzt haben wir hier genügend wieder. Das können wir halt hier lassen. Das können wir ja trotzdem noch reinnehmen. So, hier haben wir, genau, hier haben wir halt, das ist halt so, wir haben noch genug Iron, noch mehr als genug, wir brauchen jetzt erstmal nichts weitermachen. So, hier können wir weiterlassen, das muss halt auf jeden Fall erstmal so bleiben. Oder Blut, nein, das möchte ich jetzt nicht. So, da bin ich halt am Überlegen, das so zu machen, das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit. Jetzt ist halt das Haus erstmal am wichtigsten. Ich meine, die 2 weniger, das tut es jetzt am Ende auch nicht. Aber nun ja. Ich sollte mir gleich mal was zu trinken besorgen. Ich habe nämlich Durst. Und es wird schon relativ spät. So. Das erste Haus wird langsam, aber sicher wieder errichtet. Es braucht halt auch alles natürlich seine Zeit. Ja. Das hier ist dann am Ende des Jahres, dann also nächsten Jahres, halt das Wichtigste. Das möchte ich halt auch so beibehalten. Ja.
Wir haben immer noch 30 Erwachsene. Na gut. So. Okay, jetzt haben wir haben aber hier wirklich genug Arbeiter, würde ich sagen. Das ist alles noch relativ in einem okayen Zustand. So, im Winter habe ich so das Gefühl, dass die hier nicht mehr arbeiten. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich im Gefühl wirklich, dass die im Winter halt nicht mehr arbeiten. Ja, ich würde jetzt hier langsam wieder Bäume hinstellen. Einfach weil wir das halt hier brauchen. Wir brauchen die Bäume. Ich meine, wenn man so sieht, wie lange die wirklich brauchen, bis sie halt wirklich ausgewachsen sind, sodass sie halt gefällt werden können. Das dauert seine Zeit. Man kann ja hier auch gut erkennen, okay, die hier haben fast die richtige Größe erreicht. Aber noch sind sie nicht bereit, gefällt zu werden. Wenn ich jetzt nicht anfange, hier den Wald halt wirklich immer wieder aufzufüllen, habe ich irgendwann nichts mehr und habe halt auch in der Nähe hier keinen Wald und dann rennen die hier, keine Ahnung, nach Honolulu oder so. Das ist nicht so der Sinn dabei. So. Was? 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 Ach so, ein Haus ist fertig. Da sind auch direkt welche eingezogen. Das ist sehr schön. Ja, Firewood ist halt wirklich auch dadurch, dass wir halt neue Häuser machen, relativ wichtig. Ja. So, das müsste erstmal wieder reichen, so für ein paar Stündchen. Wood haben wir immer noch mehr als genug. Firewood haben wir auch noch mehr als genug. Das ist sehr schön. Hier ist direkt die neue Familie eingezogen. Das ist auch sehr schön. Und dadurch haben wir halt mehr Mitarbeiter, ach, mehr Worker. So, drei Stück. Es sind halt immer wirklich, ist halt wirklich gut, wenn man halt wirklich genug Mitarbeiter hat hiervon. So. Im Februar kann ich langsam anfangen, hier die Worker wieder einzustellen. Das werde ich natürlich, tue ich natürlich damit auch. Ja, und was hier dann halt ist mit den Bauarbeiten, weiß ich nicht, weil das hier ist halt wirklich relativ wichtig. Ich meine, da sind drei am wichtigsten, weil es sind ja nur drei Boote da und so. Und ja. Dieses Jahr haben wir schon 75 € Minus hier gemacht. Also wir machen auf jeden Fall relativ viel Minus. An den monatlichen Ausgaben müssen wir halt wirklich ein bisschen hier dran arbeiten. So, wir werden das hier auf 150 hochstellen und das hier auf 1,25, auf 1,20. Natürlich muss man gucken, okay, die gehen eventuell out of money. Damit muss man halt wirklich rechnen aktuell, dass wir dann halt wirklich weniger haben. Aber wir benötigen das Ganze halt eben und daher sage ich, noch ist es im vertretbaren Zustand. Wir haben jetzt so viel Fläche. Ein Absturz. Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Ich glaube, das Spiel ist jetzt abgestürzt. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Ihr seht es, glaube ich, nicht. Nein, ihr seht es nicht. Oh, ich war gerade so weit. Ich weiß nicht, wie weit es mich zurückgeworfen hat. So wie ich in dem Forscherbild sehe, ziemlich weit. Oh, nö. Ja, ich habe auch keinen. Auf Antwort des Programms warten. Na naja, gut, das kann ich lassen. Abbrechen. So. Auswurf wurde gerade geschlossen und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Ich werde jetzt gleich mal hier gucken bei Economy, was wir jetzt hier haben. Okay, wir haben das jetzt runtergestellt. Nein, das können wir so lassen. Das geht hoch und das geht halt ebenfalls hoch auf 1,20. So. Genau, jetzt können wir auch wieder ganz normal arbeiten. Die Bäume wurden
übernommen und der Autosave war anscheinend wirklich gerade zum richtigen Zeitpunkt. Puh, sage ich dazu nur. Da hat man echt jetzt gerade Glück gehabt. So, ja, mal gucken, was hier jetzt noch an Häuser kommen. Das ist jetzt natürlich. Müssen wir halt natürlich auch mal schauen. So. Nee, 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 das war jetzt gerade schon richtig. So. Als ab hier kann ich wieder Häuser hinbauen. So. Und halt eben so. Und eben so. Diese Häuser werden aber allerdings pausiert. Also die werde ich jetzt nicht fertig bauen. So schnell. Ja. So, Workers haben wir noch genug. Genau. So. Hier hat man das gerade gehabt. So. So, speichern. Wenn ich jetzt auf Main-Menü drücke, gehe ich auf Save und dann hat man das. Genau, dann müsste jetzt das Spielstand auch normal gespeichert worden sein. Beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt aus irgendeinem Grund. Dann bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, wieso. So. Wastewolf ist echt ein relativ cooles Spiel, echt, muss ich einfach sagen. Ja, das hat schon was. So. Haben wir hier die Möglichkeit zu handeln? Nee, haben wir natürlich nicht. Wir haben auch kein Geld dafür, jetzt zu den Städten zu fahren und dann Handel zu ermöglichen. Die müssen jetzt auf uns zukommen, tatsächlich. Family is out of money. Ja, das tut mir leid. Ihr habt auch weniger zu essen. Das sehe ich schon. Aber ich bin mal gnädig und schraubt das hier wieder auf 3 hoch. Ich meine, es kommen jetzt gleich Familien dazu. Das heißt, das hier dürfte trotz dessen, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Plus bleiben. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch einfach. Ich meine, ich habe jetzt weder Import noch Messengers, die ich versenden muss, sondern wirklich einfach bloß die Salary-Ausgaben, die, soweit ich jetzt in meinem Kopf zusammensetzen kann, die halt stinknormalen Ausgaben. So, ein Haus ist fertig, sehr schön, es wurden auch gleich, sind auch gleich welche eingezogen. Ja, also aktuell fängt es sich wieder. Und das ist halt wirklich wichtig. Ich meine, unsere Einnahmen sinken. Also steigen deutlich langsamer als sie steigen. Ach, sinken, doch steigen deutlich langsamer als die Ausgaben. Aber ja, so ist das halt normal. Wir haben trotzdem halt ein paar gute Ausgaben, sage ich jetzt mal. So. Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn die Familien anfangen, nicht ordentlich mit dem Geld umzugehen. Ich meine, guck dir das an, ja, die haben 134, ja. Das ist mein, hier, das ist mein Dings und er arbeitet gerade, ja. Und hat halt mehr als genug Kohle. No housing available. Keine Häuser sind verfügbar. Na, logisch. Ja, wir haben aber halt auch 3 Frauen, die halt aktuell arbeitslos sind. So. Nein, das kann man so lassen. Das wollen wir ja auch gar nicht. So, wir haben jetzt drei. Wir haben jetzt rein theoretisch keine Frau mehr, doch. Wir haben trotzdem noch eine. Okay. Wir haben 2 Frauen, die arbeitslos sind. Ich verstehe das Ganze nicht. Bin ich ehrlich. So, hier arbeiten 2 Frauen, hier arbeitet. So. Hier arbeitet einer, das reicht hier auch. Hier müssen nicht mehr arbeiten. Hier arbeitet einer, das reicht. Hier arbeiten halt viele. Das ist in Ordnung, das soll so sein. Und halt eben das hier. Das hier arbeiten auch einige. So, wir könnten halt mal. Ach so.
Ja, wir müssten halt handeln können, damit wir das haben. Nur können wir nicht handeln. Blöderweise. Ärgerlich. Es ist alles ein bisschen recht hart ärgerlich. Ich meine, wir haben 60 Einwohner. Das ist super, das Spiel läuft vor allem immer noch flüssig. Sehr, sehr flüssig. Ich habe hier komischerweise keine FPS-Anzeigen, obwohl das Ganze über Steam läuft. Okay. Also zumindest habe ich das so eingestellt, dass es halt über Steam läuft. Also, das war jetzt vielleicht eine blöde Aussage. Ja. Ich habe das halt so eingestellt, dass halt externe Spiele halt ebenfalls über den Steam Launcher laufen. Das gibt es ja für manches als Einstellungen. Beziehungsweise halt auch gerade in den Einstellungen für das. Okay, Family out of food. Family is out of food. Warum? Warum sind die jetzt out of food? Food habe ich doch mehr als genug. Ich habe hier drinne, ja gut, hier drin habe ich halt kaum noch was, aber ich habe doch mehr als genug Food. Und hier wird jetzt gerade auch halt gefischt für Food. 1, 2. So. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Hier habe ich jetzt 65, okay. Eine Familie ist immer noch out of food. Okay. Ich verstehe den Hintergrund hier tatsächlich jetzt gerade weniger. Aber das wird schon seine Gründe haben, denke ich. So. Wasser ist genug da. So, das ist genug da. Okay, jetzt müssen wir halt wirklich langsam mal ein bisschen aufpassen, was wir machen. Continue. Es ärgert mich. Es ärgert mich richtig. Ich meine, guck mal, hier wird halt gefühlt nichts wirklich gemacht. Ich meine, hier sind Potatoes angepflanzt worden. Ich sehe da nichts. Potatoes. Ich habe keine. Das ist blöd. Ich hab. I have no potatoes. Ich kann mit ja, das kann ich, aber nicht mit Potatoes. Ich habe auch kein Geld für irgendwas jetzt, um zu traden oder so. Ach so. Es gehen zwischendurch halt eben wieder Familien. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, guck mal, das ist fertig. Family is out of money, family is out of food. Ja, wenn sie out of food sind, ziehen sie aus irgendwann. Genauso, wenn sie out of money sind. Aber wir haben doch hier relativ viel Fisch, oder nicht? Wir haben jetzt hier drei Boote, die relativ. Oh, wenn die nicht immer wieder arbeitslos wären. Oh, das ist so nervig, echt. Ich hoffe, dass die Potatoes jetzt irgendwann mal fertig sind. Das ist doch nicht mehr normal, also echt. Das Ganze, was hier ist, das ist doch echt nicht mehr normal. Ich weiß aber auch nicht, wie ich jetzt dagegen wirken könnte oder so. Ich meine, hier ist keine, doch, hier ist eine Familie drin. Hier ist. Okay, hier sind halt überall Familien drin, aber ne, irgendwie, ich weiß nicht. Die, guck dir das an, die haben so viel. Ich meine, meine Stadt hat gerade auch Geldprobleme, ja? Ich bin auch out of money.
Das muss ich nun mal zugeben. Ich bin out of money. Aber trotzdem versuche ich meinen Bewohnern etwas zu bieten. Das ist ärgerlich, dass es jetzt nicht gerade klappt hier. Ah, so. Ich muss bloß ein bisschen was machen. Pause, 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 Pause. Genau. So, continue. Also wir haben hier mal Auszüge und mal Einzüge, weil die halt einfach kein Geld haben. Ja. Solange wir das hier jetzt wirklich zum Steigen kriegen, so dass wir halt wirklich Einnahmen haben ohne Ende, kann ich diese Basic Monetary Wage auch so weit oben lassen. Ich meine, 3 ist halt nicht viel. Das ist halt sozusagen hier das Arbeitslosengeld. Das ist das, was die monatlich mindestens bekommen. Oder was halt wirklich jeder mit Einwohner hier bekommt monatlich. Durch Arbeiten, also zumindest so verstehe ich das, können die sich natürlich mehr Geld verdienen. Würden sie mal arbeiten. Man guckt dir das hier an, ja. Es ist Juli und ich habe Probleme damit. Hier läuft alles super. Ich habe hier mehr als genug Loks und so was. Hier Tatchery. Frage ich mich, warum ich so viele Mitarbeiter einstellen muss, wenn ich hiervon so viel habe, weißt du? Das Einzige ist halt wirklich das. Das braucht halt wirklich verdammt viel. Aber ich habe halt auch wirklich jetzt nicht so, wo ich sagen muss, okay, ich habe jetzt hier Bauarbeitermangel oder sowas. So, wunderschön. 1, 2, 3, 4. Ich weiß auch gar nicht, wo die hergestellt werden. Vom Leiter. Nails. Ach hier, dieses Ding baut es. So. Schön, wenn die Häuser so gut wie schnell fertig werden, weißt du? So gut wie. What the fuck? Die Marktproduktpreise müssen runtergehen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht verantworten, dass meine Leute keine Kohle mehr haben. Ich muss hier wirklich langsam die Leute einziehen lassen. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Brauche ich hier halt neue. Weil meine Marktpreise sind halt wirklich relativ gestiegen in letzter Zeit, weil ich halt einfach einen sehr, sehr starken Verlust hatte. Ist wirklich so. Ich meine, ich muss bei 120 bleiben. Auch das hier muss auf 1,30 erhöht werden. Aber es ist wichtig für mich. Für mich persönlich ist es halt relativ wichtig, dass ich das so habe, wie das halt aktuell ist. So, du hast Potato, du hast Flour, du hast Milk. Milk haben wir jetzt noch nicht, weil wir jetzt noch keine Trading Sachen halt eben angehen können. Weil wir halt einfach keine Kohle haben dafür. Vielleicht in ein paar Jahren wieder, aber jetzt dieses Jahr definitiv nicht mehr. Und wir haben jetzt halt wirklich auch weniger Einnahmen. Es sinkt halt aktuell unser Plus. Okay. Okay. Ist doof. Okay. Die. Ja. Ich habe weder das noch das.
Das ist ärgerlich. So, neue Einwohner. Ich habe gerade keine Arbeitslosen. Easy. Und das hier ja. Das hier ist noch ein bisschen fehlerhaft, aber okay. So, ja, bin hier Wheat. Okay, hier werden jetzt die ganzen Kartoffeln geerntet. Das ist sehr schön. Das ist auch sehr wichtig, dass wir hier Kartoffeln ernten. Potatoes. Ich kann aber keine T Potatoes da hinzufügen. Das ist sehr komisch. So, Fisch. Nein, aber wie gesagt, damit wir hier wirklich langsam anfangen können, zu sagen, okay, wir haben genug Money. Money, money, money. Let's go funny. In the deepest one. Ich meine, wir fangen jetzt hier an, Potatoes aufzunehmen. Wir haben hier kaum noch Fisch drin, weil die Fisch reserviert sind für das hier. Hier ist es auch kurz vorm Leerwerden. Das heißt, wir müssen aber auch langsam mal anfangen, hier eine zweite Fishing Mist hinzubauen halt. Continue. 80. Wir haben immer noch keine. What the fuck? Wo gehen die denn? Ach so, jetzt bauen die hier. Klar. Ich weiß noch nicht mal, was das war. Ach, das war für Cards. Wie gesagt, das hier hat eigentlich an als nächstes Priorität, mehr oder weniger. Und dann halt die Häuser hier so langsam. Das muss halt auch fertig werden. Das hier ist in Ordnung. Ich habe jetzt wirklich sehr viele Potatoes. Das ist sehr schön, dass das halt wirklich so gut läuft mit den Potatoes, dass ich jetzt zwei Felder habe, die halt wirklich komplett abgetragen sind. Rechtzeitig. Und ich somit einiges an ja, plus hab. Alle, die jetzt gerade keine Arbeit haben, können gerne hier anfangen an zu arbeiten und das hier wegschaffeln, weil irgendwie. Sollten sie es mal langsam tun, weil es wird langsam eng hier. Okay, Potatoes sind halt wirklich schon. Ich habe aber schon 29, weißt du? Ich bin hier auf über 40, wenn ich Glück habe. Hat Vorteile. Hat Vor- und Nachteile. Ist leider wirklich so. So. Hier muss langsam mal was gemacht werden. Mit zwei Nägeln. So, hier schaut es auch gut aus. Wir haben mehr als genug Wood. Wir sind super dran. Wir können jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier 200 Wood im Lager hier in Export Stock. Na, guck mal, Potato können wir jetzt auch langsam hier reintun. Da kann man auch sagen, okay, wir haben hier 10, wir haben hier 20 drin, ja. Immer so von jedem mindestens 20 und dann haben wir eigentlich auch relativ gute Arbeit geleistet. So, Firewood haben wir hier auch. Können wir hier auch sagen, okay, haben wir hier 50 drinnen. Oder 40, damit wir das zweimal füllen können. Das ist auch gut. Okay. Aber ich sehe gerade, die nächste Folge ist schon wieder um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die war jetzt wieder ein bisschen länger. Bis zum nächsten Mal. Euer Labiton X.